finde einen Weg durch die Tunnel. Oh, jetzt sind die Fässer sogar offen. Die haben wir ja am Anfang schon gesehen, wo wir gedacht haben, nicht so gut. Aber jetzt sind die auch noch offen und kaputt, quasi. Da werden wir bestimmt noch schlimmere Mutationen finden. This way, ja, dachte ich mir. Trotzdem checken. Nee, kein Loot. Follow. Ja, mir könnt ihr auch ein Follow da lassen. Auch gerne ein Abo. Bin ich euch nicht böse drum. Ganz im Gegenteil, ihr würdet mir eine Freude machen. Und darum geht's doch beim Stream, oder? Freude. Verschmierter. Eine neue Form von Biophagen, die zur spontanen Verbrennung fähig sind. Ursprünglich dachte ich, sie könnte einheimisch sein, aber die Morphologie ist eindeutig menschlich. Das Objekt war mit einem Mark I-Implantat ausgestattet. Vielleicht etwas, das von Arcus heraufgekommen ist? Was ich weiß, ist, dass Cole sich verändert hat. Seit Europa ist nichts mehr, wie es war. Irgendwas vor. Okay. Haben wir gerade den Namen unseres Endgegners erfahren? Cole. Oh, ich höre schon wieder die Krabbelviecher, ne? Die nervigen. Können wir nicht wieder umspringen. Jetzt haben wir 10 Schuss. Das ist ja ganz gut. Viel mehr hat man eh nie einstecken. Bisher. Follow. Boah, das ist eklig, das Wetter. Ein Loading Gate. Perfekt. Krabbelviechers. Oh.
irgendwas versteckt? Nein. Mann, nicht. Oh, hier geht's nicht weiter. Ne. Dann müssen wir da runter. Okay. Pass auf. Hahaha. Cool. Mehr geht nicht. Flintenmuni, immer gut. Ja, was bedeutet dieser Kreis mit dem Kreuz? Da standen wir eben gerade drauf. Das ist eigentlich genau ein Rohr. Hier zum Drehen. Sag mal. Aber hier kann man nichts drehen, okay. Explodieren die? Oder habe ich mir das gerade eingebildet? Das wäre ja fies, ne? So Krabbelviecher, die auf einen zurennen, um zu explodieren. Was ja in jedem Spiel irgendwie gibt. Also in jedem abgefahrenen Monsterspiel. Warum sagt er Achtung Stufen? Brich die ein? Nee. Aber ja, ich habe das schon immer gehasst. Vor allem bei Serious Sam. Wenn die auf einen zugerannt kommen, ne, mit ihren Bombenhänden und sich einfach in die Luft jagen. Oh, ich wollte es gerade fangen. So. Irgendwie habe ich es getötet. Keine Ahnung wie. Aber ich habe es getan. Oh. Bin extra wieder um die Ecke. Her. Hey. Ja, die explodieren.
viele Credits haben wir denn schon? Oh, 600. Kann man nicht meckern. Eben was trinken. Prost. Oh, läuft mir die Brühe. Alter. Jetzt zeige ich euch nicht. Sieht aus, als hätte ich ein Batik-Shirt an. Die Älteren unter euch werden wissen, was das ist. Irgendwas zum Hinschmeißen? Nee. Die Musik, ne? Bitte. Könnte das Ding ja mal da hochschmeißen, ne? Oh, das explodiert auch so beim Schmeißen. Sehr cool. Drecksack. Ich nehme jetzt mal die normale Knarre. Das kostet mir hier zu viel gute Munition. Ihr Garten. Jo. Die Geräusche wieder. So. Irgendwie sieht das hier nach Ärger aus. Stabiles Bürschchen. Oh, ich dachte, da wäre noch jemand, aber das war die Musik. Ah, was haben wir hier Feines? Das hat er jetzt alles eingesteckt? Ach so, das Inventar ist ja größer geworden. Ja. Stimmt, durch den Anzug haben wir jetzt ein größeres Inventar. Okay.
Oh. Da dachte er, er könnte uns erschrecken. Oh, wieder nach draußen. Die Werkstatt. Okay, ich glaube, wir switchen wieder zur Flinte. Draußen sind meistens etwas größere Gegner. Garage. Stimmt, ist hier auf Deutsch. Also keine Werkstatt, keine Garage, sondern eine echte Garage. Da stehen vermutlich Vehikel drin. So, mal gucken, wie schnell der Schnee schmilzt. Oh. Oh. Werde ich dekontaminiert? Schnee ist wirklich. Habt ihr gesehen, wie der einfach so zerflossen ist, geschmolzen ist? Yo! What the hell? Ja, und was mit mir? Sehen wir uns mal um. Oh, ich höre was. Weg, weg, weg. Oh, 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 oh. Okay. Komm jetzt rauf. Tür klemmt. Nö, jetzt muss ich. Ja, deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen looten, Lady.
Okay. Dann gehen wir mal da hoch. Nicht, dass ich dich wiedersehe. Naja, warum? Ha? Weil du mich sterben lassen wolltest? Du wolltest mich auf deinem Schiff töten. Damit sind wir wohl quitt. Keine Ahnung, ob du es gemerkt hast, aber wir sitzen hier tief in der Scheiße. Hey, du musst mich nicht mögen und ich dich auch nicht. Aber Elias hatte recht. Allein sind wir verloren. Aber zusammen haben wir hier vielleicht eine Chance. Genau. Na gut. Wenn ich die Raupe in Gang kriege, kommen wir zum Hangar. Du musst das Haupttor öffnen. Warum sollte ich dir vertrauen? Hier. Nimm die. Wirst du brauchen. Die Biester sind überall. Cool. Neue Waffe. Ich bin übrigens Jacob. Ich weiß, wer du bist. Schneller Waffenwechsel, das klingt doch gut. Drücke 1, um schnell zwischen ausgerüsteten Waffen zu wechseln. Waffen können auch aus dem Inventar ausgewählt und ausgerüstet werden. Ja, Baby. So, das ist Flinte. Na, das ist Flinte. Haben wir jetzt zwei Flinten? Ja. TK4 Aufstandsschrotflinte. Aufstandsflinte. Eine zweihändige Schrotflinte, die zur Aufstandsunterdrückung entworfen wurde. Entwickelt von Chen und Lobel und basiert auf der UJC Modular Waffenplattform. Ja. Die habe ich jetzt? Ist das die? Komm. Jesus. Okay. Sieht sehr ähnlich aus zu meiner. Aber anders. Schauen wir mal. Kantine. Gewitter. Aha. Hey, ich habe versucht, Ferris zu erreichen, aber wird vermisst. Musste reagieren, habe das Tor verschlossen. Sind jetzt alle auf der anderen Seite gefangen. Sind jetzt alle auf der anderen Seite. Tag, Maverick. Wunderschön. Wunderschönen guten Abend. Sind jetzt alle auf der anderen Seite gefangen. Das heißt, wir machen jetzt das Tor auf und werden überrannt von den Viechern. Denke ich mal. Okay, machen wir mal auf. Verdammt. Ich gehe rüber in den anderen Raum. Ich sag Bescheid, wenn ich bereit bin. Sicherheitsmaßnahme. Macht Sinn. Okay, geh rüber. Ich kümmere mich um den ersten Schalter. War doch so Versuch klar, nur, ne? Dich nicht töten zu lassen. Natürlich lasse ich mich nicht töten. Cool, hier können wir basteln. Was haben wir hier noch? Credits. Ja, cool. Dann UJC gucken wir mal. Druck wünscht Ihnen einen United Tag. Danke. So, Revolver. Schrotflinte. Auch die andere hat sie mir geschenkt. Das ist ja geil. Ich dachte, die muss ich wieder abgeben.
Was können wir denn da machen? Stabilitätsupgrade. Magnum-Patronen-Schadens-Upgrade. Erhöht das Schadenspotenzial der Waffe, indem der gesamte Munition zusätzliche Treibladung hinzugefügt wird. Aha. Wir können uns das sogar leisten, ne? Das hingegen noch nicht. Ja, komm, einpacken. Qualitätsprüfung bestätigt. Und Maverick, wie ist die Lage? Kennst du das Spiel hier? Ist echt cool. Grusel, Grusel, sag ich mal. Nice. So, für 224 kriegen wir sonst nichts. Das wissen wir schon. Haben wir was zu verhökern? Was ist das denn? Makelloser Entschlüssler. Den hatten wir noch nicht. Aber wenn man jetzt wüsste, ne? Brauchen wir den noch für irgendwas? ...750 Credits. Schon viel, ne? Na komm, wir lassen mal einstecken. Vielleicht finden wir noch einen Bauplan, um irgendwas anderes zu bauen. Wo wir das Teil brauchen könnten. Weil am Anfang hatten wir... Was war das? Makellose Energieumwandler oder so? Daraus haben wir ja dann die Pistole und die Schrotflinte gebaut. Also die kleine Schrotflinte. Kein Loot. Da ist er. Na, Lady. Läuft da. Oh, wieder dekontaminieren.